Hey Leute, willkommen zu einem neuen Sims 3 Hausbau-Video mal wieder. Ja, auch wenn ich in letzter und in nächster Zeit eigentlich eher weniger Zeit habe, habe ich es trotzdem geschafft, mal wieder ein Hausbau-Video zu machen und zu schneiden vor allem. Und hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, beziehungsweise es werden sogar direkt zwei Hausbau-Videos, denn in letzter Zeit schaffe ich es ehrlich gesagt nur sehr schwer, Häuser ja relativ schnell zu bauen. Deswegen teile ich die hier in mehrere Teile mal auf, denn ich möchte eigentlich ungern eine Stunde am Stück reden, wobei ich das eigentlich trotzdem tun werde, denn ich werde das Commentary für Teil 2 direkt im Anschluss aufnehmen, aber für euch ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn ihr zwischendrin eine Pause habt und ja, ist an sich halt auch einfach, denke ich mal, ein bisschen praktischer, wenn ich das aufteile, anstatt ein Stundenvideo zu machen, sagt die Person, deren Let's Plays immer eine Stunde gehen. Okay, ja, egal, ich teile das trotzdem auf, okay? Auch wenn es unlogisch ist. Jedenfalls, habt ihr dieses Grundstück eventuell schon gesehen? Jedenfalls, wenn ihr das Let's Play von Familie Reuss schaut, da waren wir nämlich im Urlaub in Shangsimla und haben dieses Grundstück hier genutzt, denn tatsächlich für diesen Urlaub habe ich ja, dieses Grundstück gebaut, habe ich das neue Basiscamp von Shangsimla gestaltet. Und falls ihr euch wundert, wie das Video angefangen hat, dass es gar nicht mit einem flachen Grundstück begonnen hat, ja, auf diesem Grundstück hier stand ja vorher schon ein Basiscamp in ja, derselben architektonischen Orientierung, also mit einem hohen Hügel, mit sehr vielen Treppen nach oben und mit den ganzen Fundamenten. Und deswegen habe ich das ja, einfach gelöscht, das ganze Gebilde drumherum, aber habe den Hügel einigermaßen so gelassen und ja, habe deswegen quasi mittendrin so ein bisschen angefangen. Deswegen wundert euch da nicht allzu sehr, dass es wie so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser aussah. Das ist tatsächlich Absicht so, dass ich da so mittendrin eigentlich reingegangen bin, weil ich nicht komplett von Anfang an gestartet habe. Dann hätte ich ja selber nochmal den Berg bauen müssen. Und ich fand eigentlich das Konzept mit diesem Hügel ganz cool und mit den ganz vielen Treppen, die nach oben führen. Auch wenn es natürlich fürs Gameplay ein bisschen nervig ist. Aber es ist ja ein Basiscamp. Da geht man eh nur hin, wenn man mit seinen Sims im Urlaub ist. Und dann kann man sich auch schon mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, finde ich. Ja, deswegen habe ich genau dieses Konzept beibehalten. Ich fand das sehr cool, aber ich fand das Basiscamp einfach nicht besonders schön. Ich meine, klar, es ist sowieso nur Hauptspiel und Reiseabenteuer. Mehr Inhalte haben sie da nicht genutzt, als sie das erstellt haben. Da hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, das besonders toll zu gestalten. Und ich fand es halt auch einfach nicht besonders ansprechend. Noch dazu kennen wir es ja schon. Also wenn ihr auch Reiseabenteuer besitzt und schon öfters mit euren Sims da im Urlaub wart, dann wird euch das auch schon sehr bekannt sein und deswegen ist es ganz cool, da einfach mal eine Abwechslung zu haben. Und deswegen habe ich ein neues Basiscamp gebaut für Shangsimla. Ja, und es ist lustigerweise irgendwie eher im japanischen Stil geworden als im ja, chinesischen, wie eigentlich Shangsimla wirklich gedacht ist. Also die ganze Architektur ist eigentlich eher chinesisch angelehnt als japanisch, aber irgendwie bin ich ehrlich gesagt, was so die asiatische Architektur angeht, die man halt so kennt, bin ich eher hauptsächlich Fan von der japanischen Architektur, zumindest was ich halt so gesehen habe, was für mich jetzt halt japanische Architektur bedeutet, bin ich davon auf jeden Fall eher ein Fan als von der chinesischen auf jeden Fall. Und deswegen habe ich halt eher die chinesische Architektur, also beziehungsweise die japanische Architektur verwendet. Habe aber trotzdem versucht, da so ein bisschen was anderes reinzubringen. Ja, wir sind hier gerade dabei, an den Dächern zu arbeiten, eigentlich schon eine ganze Weile. Und das ist auch hier ein wenig anstrengend gewesen, die Dächer so hinzubekommen, wie ich sie gern hätte. Das ist mit den Pagodendächern, also diesen, ja, geschwungenen Dächern, die vor allem im asiatischen Raum gern verwendet werden, ist es doch nochmal ein bisschen schwieriger in Sims 3 als mit den normalen Dächern. Deswegen musste ich da schon eine ganze Menge rumprobieren, bis es so aussah, wie ich es gern hätte. Und das sorgt dann tatsächlich sogar noch für weitere Probleme, denn das sieht bei euch, wenn ihr das Grundstück herunterladet, leider nicht unbedingt so aus, wie es bei mir jetzt hier im Spiel aussieht. Das hängt mit ein paar Ingame-Sachen zusammen, die aus irgendeinem Grund so gemacht wurden, dass sie halt möglichst blöd sind. Aber dazu habe ich tatsächlich jetzt später im Video ein kleines Tutorial
vorbereitet, das ihr euch anschauen könnt, wenn ihr da möchtet, dass euer Grundstück dann möglichst so aussieht, wie es bei mir aussieht. Wen das nicht interessiert und wem die Optik da relativ egal ist, der kann das dann natürlich auch gern skippen. Ich packe euch da auf jeden Fall auch den Zeitstempel rein, dass ihr wisst, okay, das muss ich mir eigentlich gar nicht anschauen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass einige von euch das wissen möchten, wie es möglichst so aussieht wie bei mir. Und deswegen dachte ich, packe ich da ein kleines Tutorial rein. Nur, dass ihr das wisst, es ist natürlich nach wie vor ein Hausbauvideo, aber ich wollte euch das da trotzdem noch mit reinpacken. Vor allem, weil es eigentlich relativ simpel ist, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. Ja, und ihr seht, ich habe auch weiterhin so einigermaßen die Aufteilung des bisherigen Basiscamps beibehalten. Da hatten wir nämlich auch ein Hauptgebäude und ein Nebengebäude. Und in dem Nebengebäude waren die meisten Schlafräume. Und das ist auch hier nach wie vor noch der Fall. Denn auch hier haben wir die meisten der Räume in diesem Nebengebäude, an dem ich gerade eben arbeite. Und das große Hauptgebäude ist hauptsächlich für gemeinschaftliche Bereiche gedacht, aber auch da gibt es noch ein paar Schlafmöglichkeiten. Ja, und Basiscamp, ich weiß das immer gar nicht wirklich einzuschätzen. Kann man das vielleicht so ein bisschen mit einem Hostel vergleichen, was ja auch ja, nicht super luxuriös ist, aber halt für Leute, die weniger Geld haben und die da dann hingehen können. Klar, ich bin jetzt in den Hostels, in denen ich war, jetzt nicht unbedingt auf andere Forscher getroffen. Aber da war ich aber auch nicht unbedingt in einem Ort wie Chiang Simla. Und ja, keine Ahnung. Das war ja dann eher so ein Abenteuer-Dschungel-Großstadt. Und vielleicht sind die Forscher da auch einfach nur anders gekleidet. Und im Prinzip dasselbe. Wer weiß. Ja, also ich würde es vielleicht am ehesten mit einem Hostel gleichsetzen. Und das, was ich hier gebaut habe, ist tatsächlich doch ein ganzes Stück luxuriöser, als es meiner Meinung nach ein Hostel wäre. Sondern es geht schon mehr in Richtung Hotel. Ich weiß nicht, ob ich einfach mit Hostels nicht ganz so viel anfangen kann oder ja, keine Ahnung. Aber ich baue gern schon ein bisschen hübscher und luxuriöser. Deswegen kriegen meine Sims hier doch eher eine Art Hotel. In dem aber natürlich auch nach wie vor weiterhin die, ja, die Forscher hinkommen werden und ja, da dann auch schlafen werden. Was übrigens den Grundstückstyp angeht, ist es weiterhin ein Basiscamp. Dafür müsst ihr allerdings, wenn ihr ein Basiscamp platzieren möchtet, erst den Sheet Enable Lot Locking eingeben. Also dafür müsst ihr, glaube ich, auch vorher erst Testing Sheets Enable True aktivieren, dann den Sheet Enable Lot Locking eingeben und dann könnt ihr nämlich bei dem aktuellen Basiscamp in Chiang Simla diesen... ja, dieses Schloss öffnen. Also da ist tatsächlich, wenn ihr das Grundstück anklickt, in dem Fenster ganz rechts ist das. Ganz rechts, genau. Ganz rechts so ein Schloss. Und wenn ihr das anklickt, dann geht es auf und dann könnt ihr das Grundstück bearbeiten und könnt es dadurch nämlich auch löschen. Und wenn ihr das dann gelöscht habt, könnt ihr dieses Grundstück hier platzieren. Das gilt ja schon als Basiscamp und sobald ihr es platziert habt, ist das euer neues Basiscamp. Ihr könnt tatsächlich nur ein Basiscamp in jedem Grundstück haben, nicht in jedem Grundstück, in jeder Reisewelt. Deswegen müsst ihr erst das alte löschen, bevor ihr das neue platzieren könnt. Aber da es sowieso auf das gleiche Grundstück gehört, ja, ergibt sich das ja eigentlich und es auch so ziemlich die gleiche Funktion erfüllt. Was die Cheats angeht und so weiter, stehen die ja alle in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil ich das ja jetzt auch nur mal so kurz umrissen habe. Das steht da meistens auch nochmal ein ganzes Stück ausführlicher, also in den... in die Videobeschreibung bzw. in die Infobox schauen, lohnt sich wirklich immer. Da schreibe ich nämlich alle möglichen wichtigen Dinge rein. Und falls ihr trotzdem noch Fragen habt, die nicht in der Videobeschreibung stehen, dann beantworte ich die euch natürlich auch gern. Aber ja, auf alle Fragen, wo ich weiß, dass die Videobeschreibung sie beantwortet, sage ich euch auch immer so, schau doch mal in die Videobeschreibung, weil ich euch ja natürlich auch ein bisschen beibringen möchte, dass die Sachen da schon drinstehen und es ja einfach wenig Sinn macht, euch das immer alles einzeln zu beantworten, anstatt das einfach für alle gemeinsam in die Videobeschreibung zu packen. Dafür ist sie da und dafür ist sie sehr nützlich. Ja, und ihr seht, ich habe hier so ein paar überhängende Stellen, ja, gestaltet, ein paar überhängende Stellen platziert, weil ich das sehr schön finde. Gerade in diesem Spiel mit dem Hügel ist das ja schon ganz schön, so ein paar kleine Balkone zu haben, wobei die tatsächlich so gut wie alle auch nicht wirklich nutzbar sind. Also sowohl der Balkon auf der äußeren Seite von diesem kleineren
Gebäudekomplex ist nicht wirklich nutzbar. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch eher so, ja, fast schon wie ein Motel, ne? Fast schon wie ein Motel gestaltet. Ja, ist auch eher so ein kleiner Weg. Aber auf der Rückseite haben wir einen kleinen Balkon, der auf jeden Fall nutzbar ist, wo man sich hinsetzen kann, aber auch sonst nicht viel. Also es ist mehr so ein bisschen dekorativer Außenbereich. Und ich finde, das reicht aber auch vollkommen aus, denn die Aussicht von diesem Grundstück ist wirklich fantastisch. Also rundherum überall Bambusdschungel, würde ich es mal nennen, und das sieht so wahnsinnig toll aus. Das ist auch der Grund, warum ich dem Hotel einen besonders interessanten Namen gegeben habe, oder was heißt besonders interessant, einen besonderen Namen gegeben habe, den ich ihm sonst nicht geben würde. Ich kann das Wort nicht wirklich aussprechen. Aber ich habe einfach bei einem Übersetzer nach dem chinesischen Wort für Bambus gegoogelt. Oder, nein, ich habe nicht gegoogelt, sondern ich habe einen anderen Übersetzer genommen. Aber ich habe nach dem chinesischen Wort für Bambus gesucht. Und so heißt dann das Hotel. Also es ist quasi das Hotel Bambus, weil wirklich überall rundherum in Chang Simla Bambus ist. Und ich auch am Ende ein bisschen Landschaftsgestaltung mache und auch dort Bambus platziere. Und deswegen hat das Hotel diesen Namen bekommen. Falls ihr euch also wundert, wofür der Name steht. Es steht für Bambus. Ja. Ich dachte, das ist ein bisschen kreativer, als es einfach nur Hotel Bambus zu nennen, dass ich tatsächlich auch einfach mal nach dem chinesischen Wort dafür gesucht habe. Aber um mich nicht zu blamieren, spreche ich es einfach mal nicht aus. Ja, und hier, wie gesagt, sind die ganzen Räume. Die werden wir alle im zweiten Teil gestalten. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Hausbauvideo zweiteilig ist, denn ich habe es nicht geschafft, es in eine einigermaßen angenehme Länge zu packen und auch einigermaßen angenehme Geschwindigkeit, dass es irgendwie nur ein Video werden könnte. Und ja, deswegen hoffe ich, freut euch auf den zweiten Teil. Der kommt in einer Stunde, also eine Stunde nachdem dieses Video hier veröffentlicht wurde, kommt dann der zweite Teil. Ich habe auch ab und an mal überlegt, ob ich solche zweiteiligen Hausbauvideos dann auf zwei Samstage packe, aber dann ja hört halt das Video mittendrin auf und ihr müsst eine Woche warten, bis das Haus dann fertiggestellt wird. Und ja, das, also ich fände es ein bisschen blöd. Deswegen mache ich lieber zwei Videos an einem Tag. Dafür kommt halt auch einfach nicht jede Woche ein Hausbauvideo, offensichtlich. Aktuell sowieso schon gar nicht. Und ja, ich hoffe, das ist einigermaßen in Ordnung. Ja, und wir sind hier auch aktuell bei der Raumplanung. Wie schon erwähnt, gibt es auch in diesem, ja, in diesem größeren Gebäudeteil ein paar Schlafräume, nämlich eher gesagt so Suiten, die ein bisschen luxuriöser noch sind als die anderen Hotelzimmer, wobei auch die Hotelzimmer meiner Meinung nach schon sehr, sehr cool aussehen. Und ja, die haben aber auf jeden Fall deutlich mehr Platz, die Suiten, einfach weil ich es ganz cool fand und ein bisschen Abwechslung bietet und ich sonst auch nicht wusste, was ich noch in diesen großen Gebäudekomplex reinpacken soll. Ansonsten haben wir da auf jeden Fall viel Gemeinschaftsfläche und auch eine eigene Küche, in der man immer gemeinsam kochen kann. Ja, aber das ist eigentlich schon so der Inhalt des größeren Gebäudes. Und das kleine Gebäude hat eigentlich hauptsächlich oder eigentlich nur verschiedene Hotelzimmer mit eigenem Badezimmer. Das ist auch ganz praktisch, dass wirklich jeder Raum sein eigenes Badezimmer hat. Hier sind wir jetzt langsam schon an der Wandgestaltung. Ja, und da habe ich auch viel herumexperimentiert, da möglichst spannende Wandbeläge zu finden, weil ich wollte halt möglichst irgendwie coole Strukturen drin haben und da so ein bisschen mit Kontrasten spielen, um halt auch diesen japanischen Stil ein bisschen hinzubekommen. Und ich fand, ich habe da ganz coole Muster gefunden. Aber muss dazu sagen, dass hier auch viele Sachen aus dem Sims 3 Store sind. Ich habe natürlich auch viele Dinge aus Sims 3 Reiseabenteuer verwendet, aber ich habe mehrere Sets, also mehrere asiatische Sets, die auf irgendeine Art und Weise, entweder chinesische, japanische Sets oder irgendwas anderes in die Richtung, die ich hier auf jeden Fall ausprobieren wollte und die sich hierfür natürlich auch super geeignet haben, sie auszuprobieren. Und ja, deswegen kann ich auf jeden Fall nicht sagen, dass das hier Store-Content frei wäre, sondern hier wird wirklich eine ganze Menge davon verwendet. Das ist, glaube ich, eins der Store-heftigsten Grundstücke, zumindest was das Verhältnis angeht, weil ich, glaube ich, wirklich hauptsächlich Reiseabenteuer oder Store-Inhalte verwendet habe und ansonsten nicht viel anderes.
Aber ich finde, das sieht so schön aus am Ende. Also es gefällt mir richtig gut. Von außen habe ich hier das Thema, ja, dunkles Holz, heller Putz oder wie auch immer man das sonst nennen möchte. Also hell, dann dunkles Holz und auch grün verwendet. Ich fand das einen sehr schönen Kontrast. Bin sowieso ein Fan von grün. Und das bricht auch einfach mal mit diesem klassischen Thema von Rot bei chinesischen oder bei asiatischen Einrichtungen auf. Und das wollte ich auf jeden Fall mal machen, weil ich nicht so ein Fan von diesen Stereotypen-Gestaltungen bin. Und deswegen mache ich da gern mal ein bisschen was anders. Wobei das ja eigentlich auch schon normaler ist, beim japanischen Stil halt eben nicht mit diesem Rotthema zu gehen, sondern da irgendeine andere angenehme Farbe zu wählen. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich da jetzt mit irgendwelchen Mustern aufbreche. Aber schön ist trotzdem. Egal, ob es jetzt irgendwie super revolutionär ist oder nicht, schön ist es trotzdem. Ja, und hier seht ihr halt so ein bisschen auch ja, das Muster, wie ich hier versucht habe, die Wände zu gestalten, dass sie schon alle so ein bisschen individuell wirken, als wäre halt jede Wand irgendwie nur so ein kleines Stückchen und das wurde alles zusammengesetzt. Also so wirken diese Wandmuster ein bisschen. Und ja, solche Muster habe ich halt einfach versucht zu verwenden. Und es gefällt mir am Ende richtig gut, wie gesagt, auch einfach im harmonischen Zusammenspiel mit den Farben. Das macht tatsächlich sehr viel aus, ne? Wenn man alles einigermaßen in passenden Farben gestaltet, dann wirkt das direkt ganz anders, als wenn man alles kunterbunt gestaltet. Und ihr wisst ja, dass ich den kunterbunten Stil sehr liebe. Aber ja, gerade bei so größeren Grundstücken ist das, glaube ich, wirklich angenehmer, wenn man das ein bisschen aufeinander anpasst. Und dann wirkt das einfach harmonischer, wie gesagt, und angenehmer zum Anschauen. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir schon so einigermaßen die Grundform des Grundstücks festgelegt, haben sogar schon die ganzen Zäune platziert. Ja, und ich finde, das sieht auf jeden Fall mittlerweile ganz gut aus, wie weit es schon ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nach der Idee vom standardmäßigen Basiscamp entstanden. Und ich überlege gerade die ganze Zeit noch irgendwelche wichtigen Dinge, habe ich bestimmt noch nicht erzählt. Ich baue hier in Shangsimla, wie ich schon öfters erwähnt habe, also der Reisewelt von Reiseabenteuer. Wenn ihr Reiseabenteuer nicht besitzt, dann könnt ihr auch keine Basiscamps haben. Aber ihr könnt dieses Grundstück sehr wahrscheinlich trotzdem nutzen. Dann könnt ihr es halt für irgendwas anderes nutzen. Und wäre aber trotzdem doof, weil halt, weiß ich nicht, gefühlt 50% der Inhalte, die ich hier verwendet habe, von Reiseabenteuer kommen. Also macht es einfach nicht viel Sinn, wenn ihr kein Reiseabenteuer habt, dieses Grundstück herunterzuladen. Und es ist, glaube ich, auf einem, also entweder auf einem 40x40 oder auf einem 50x50 Grundstück gebaut. Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Zeit nachzuschauen, als ich dran gedacht habe, dass das vielleicht jemand interessieren könnte. Und ich kann es auch gerade irgendwie so grob nicht abschätzen. Moment, 6, dann daneben 18. Es könnte auch 40x40 sein. Aber es könnte auch 30x30 sein. Also deine eine Seite sind 6. Das da ist nochmal 6. Das sind, okay, 4. Schwierig. Schwierig, kann es schwer abschätzen. Aber es ist irgendeine Grundstücksgröße. Es ist auf jeden Fall halt das Grundstück, wo auch das Basiscamp in Shangsimla normalerweise steht. Ja, soviel zu meinen Schätzfähigkeiten. Und die Einrichtung, wie gesagt, kommt in Teil 2. Das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, aber ich wollte es einfach nochmal klarstellen, dass wir tatsächlich jetzt hier im ersten Teil uns hauptsächlich die Außengestaltung widmen, also dem Bau des Gebäudes oder der Gebäude, der Gestaltung auch von außen und der pflanzlichen Gestaltung auch. Also es wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen bunter und blumiger. Ja. Aber ich finde auch die Säulen sehr, sehr cooles Element. Auch die sind aus dem Store, aber ja, passen da auf jeden Fall sehr gut hin. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich denn diesen Hauptteil gestaltet? Habe ich ihn einfach so gestaltet? Kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen.
Ja, ach ja, genau, mit diesem Muster. Ich habe auch da so ein bisschen mit Mustern gespielt und finde das zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Muster und habe das hier sehr, sehr gern verwendet. Das ist sehr dezent, aber trotzdem sehr wirkungsvoll und irgendwie hat es auch was Asiatisches, finde ich. Einfach dieses regelmäßige Muster finde ich sehr, sehr cool. Ja, und bevor wir jetzt also noch zu der Landschaftsgestaltung springen, von der ich jetzt schon mehrfach erzählt habe, möchte ich euch einmal noch kurz dieses Tutorial zeigen, wo ich halt euch zeige, wie das mit den Dächern funktioniert, weil die Dächer leider hier, also besonders diese Pagodendächer, leider im Spiel ein bisschen unangenehm sind. Und für die Leute, die es interessiert, die können da gerne schauen. Für die anderen packe ich hier auf jeden Fall einen Zeitstempel rein. Die können das überspringen. Es geht eh nur ein paar Minuten, aber es geht vor allem darum, für die Leute, die möchten, dass es so aussieht wie bei mir, wie sie das dann halt tatsächlich hinkriegen würden. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr das Grundstück geladen habt, dann sieht das ungefähr so aus und man sieht schon, die Dächer sehen nicht so aus, wie sie eigentlich aussehen soll. Das passiert leider immer, wenn man die Grundstücke mit diesen Pagodendächern lädt, dann werden die Dächer leider an eine andere Position gesetzt, wie sie eigentlich sein sollen. Man kann vielleicht auch hier, wenn man ein bisschen tiefer geht, erkennen, dass das Dach nicht mit der Wand hier abschließt, sondern ein wenig höher liegt. Ich habe keine Ahnung, warum sie das so designt haben in Sims, aber das führt halt dazu, dass das nicht besonders schön aussieht und ich die Dächer immer ein wenig herabsenke. Aber das wird halt immer wieder zurückgesetzt beim Laden und ich möchte euch hier einfach eine relativ schnelle Taktik zeigen, wie man das wieder so hinbekommt, wie ich es eigentlich vorgesehen habe. Das wird kein ausführliches Tutorial, sondern nur eine Info für die das wichtig finden oder die das gerne ändern möchten. Falls ihr ausführliche Infos dazu sehen wollt, dann könnt ihr gerne mein Constraint for Elevation Tutorial anschauen. Da erkläre ich ausführlicher, was wir da eigentlich machen und wie das funktioniert. Als erstes, um hier mitarbeiten zu können, müssen wir ein paar Cheats eingeben, denn ich habe dafür gesorgt, dass wir hier nur die wichtigen Etagen anschauen können, einfach weil das fürs Gameplay einfacher ist, als hier durch mehrere Dachetagen durchzuschalten. Aber um das aufzuheben, weil wir müssen ja da arbeiten, brauchen wir die folgenden Cheats. Und zwar zum einen Testing Cheats Enabled True. Und als zweiten Cheat Bodybug. Ich schreibe euch auch alle Cheats in die Videobeschreibung, auch wie man überhaupt das Cheat-Fenster öffnet. Und wenn ihr die beiden eingegeben habt, dann könnt ihr hier tatsächlich wieder jede Etage ja, anwählen. Das liegt daran, dass ich hier diese Markierung für ausgelassene Etagen verwendet habe. Die sorgen dafür, dass hier einfach ein paar übersprungen werden. Aber wir brauchen ja diese Dachetage, um dieses Dach hier anzupassen. Und dabei wollen wir halt das Pagodendach wieder ein bisschen herabsenken, damit das auf der Wand aufliegt und damit das halt auch die richtige Höhe mit dem anderen Dach hat. Und dafür gehen wir hier auf diese Dachetage und brauchen noch einen weiteren Cheat, und zwar Constrain Floor Elevation False. Und damit können wir jetzt die Wandhöhe ändern und können hier eine Treppe auswählen. Und mit gedrückter Alt-Taste, also die Alt-Taste auf eurer Tastatur, während ihr hier diese Treppe habt, müsst ihr die Alt-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr hier eine Treppe platzieren. Die ist dann nur eine Treppenstufe hoch, wie man sehen kann. Und wenn ihr das gleiche direkt daneben nochmal macht, zum Beispiel hier, dann senken wir insgesamt um zwei Treppenstufen herab. Also hier haben wir eine Absenkung um eine Treppenstufe und hier um zwei Treppenstufen. Und wir brauchen eine Absenkung um zwei Treppenstufen und können dann jetzt das Geländetool nehmen und von dieser niedrigen Stelle aus die gesamte Etage begradigen auf diese Höhe. Damit haben wir hier auch die Wand ein bisschen abgesenkt. Sieht man hier vielleicht den Unterschied. Und was wir jetzt noch machen, ist dieses Pagodendach zu entfernen. Nur das hier. Das andere kann so bleiben. Wir wollen nur dieses geschwungene Pagodendach einmal löschen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist alles rückgängig machen. Und wenn wir das jetzt rückgängig machen, seht ihr schon, das Pagodendach ist ein wenig abgesenkt. Es schmiegt sich hier schön an dieses andere gerade Dach an. Und so soll es auch aussehen. Und jetzt müssen wir noch dieses Absenken rückgängig machen, damit die Wand wieder die richtige Höhe hat. Und dafür gehen wir noch weiter auf rückgängig, so lange bis hier die beiden Treppenstufen wieder weg sind, bis es so aussieht, als hätten wir nie was getan. Die Wand hat wieder die richtige Höhe. Ihr seht, hier schließt sie mit dem Dach ab. Das Dach schmiegt sich an dieses gerade Dach an und so soll es auch aussehen. Und das müsstet ihr halt dann einfach tatsächlich für alle Pagodendächer machen, also auch für dieses hier und für dieses und am besten auch noch für dieses hier, denn auch das ist eigentlich ein bisschen zu weit erhöht. Und dann sieht es so aus, wie es aussehen soll.
Nämlich genau so. So sollen dann am Ende die Dächer aussehen, wenn ihr hier an allen vier Stellen einmal kurz den Boden herabgesenkt habt, das Dach gelöscht habt und das dann wieder rückgängig gemacht habt. Aber so viel dazu, wenn euch das zu viel Aufwand ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach so mit dem Grundstück spielen. Das hat ja gar keinen Nachteil, aber es sieht halt einfach nicht so schön aus, wie es aussehen könnte. Ja, so viel dazu. Machen wir weiter mit der Gestaltung des Grundstücks, die ihr eigentlich jetzt auch eben schon im Ergebnis gesehen habt, aber das ändert ja nichts an der Idee des Hausbauvideos an sich. Ich hatte eine ganze Weile überlegt, wie ich das Fundament gestalten kann, habe hier natürlich wieder ein bisschen was rausgeschnitten, aber dann ist es doch auf jeden Fall sowas Holziges geworden. Ich fand, das hat auf jeden Fall am besten hier dazu gepasst. Ich bin sowieso ein großer Fan von Holz und von natürlichen Materialien. Immer in der Annahme, dass das natürlich alles hier geerntet wurde quasi und bekommen wurde, dass dann auch immer wieder nachgepflanzt wurde. Aber wer macht das schon wirklich? Aber trotzdem mag ich Holz auf jeden Fall sehr gerne als eine natürliche Ressource und ich finde es auch einfach sehr schön. Und habe ja auch wirklich sehr viel mit Holz gearbeitet, aber halt mit diesem sehr angenehmen Holz, also kein wirklich sehr lautes, sehr starkes Holz, sondern es ist doch ein bisschen ein angenehmeres Holz, das doch eher ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt. Und für den Boden, für außen, habe ich diese Fliesen überall verwendet, die ich sehr schön finde. Die sind aus dem Hauptspiel und weiß ich nicht. Die werden auch, finde ich, meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet, weil die sehen eigentlich ziemlich gut aus dafür, dass sie so simpel sind. Ich mag tatsächlich sehr oft diese auch eher simpleren Designs. Ach ja, und diese schönen großen Lampen, die ich hier außen überall platziert habe auf dem Weg. Allgemein finde ich diesen Treppenweg so schön. Den gibt es ja öfters in so religiösen Wegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser nennen soll. Also so Treppenaufstiege, die irgendwie religiös gedacht sind, dass man da halt irgendwie den Weg zu Gott, Göttern oder so oder zu seiner inneren Einkehr findet, indem man ganz viele Treppen läuft und das dann auch irgendwie verbunden mit den großen Lampen. Keine Ahnung, ich finde das auf jeden Fall sehr hübsch und war auf jeden Fall eine coole Idee von der Person, die das hier ursprünglich gestaltet hat von EA. Deswegen habe ich sie einfach übernommen. Und hier, wie schon lange versprochen, kommen jetzt die Pflanzen zum Grundstück, die hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Farbe und Lebendigkeit reinbringen. Vorher war es ja wirklich sehr braun, sehr holzig und jetzt wird es auf jeden Fall noch deutlich grüner und ich habe auch versucht, ein paar andere Farben mit einzubringen, einfach um das hier ein bisschen interessanter und bunter zu gestalten. Und wir haben hier natürlich auch sehr viel Bambus, wie der Name des Grundstücks auch schon eigentlich erahnen lässt. Und habe auf jeden Fall versucht, das hier alles ein bisschen hübsch zu gestalten, ohne aber auch zu viel von der wirklich schönen Aussicht wegzunehmen. Also ich wollte einerseits, dass es hier wirklich bunt ist und viele Pflanzen hier auf jeden Fall wachsen, aber dass man trotzdem auch noch ein bisschen was von der Umgebung sehen kann. Und habe deswegen teilweise halt auch ein bisschen auf Pflanzen verzichtet oder sie halt nicht überall gesetzt. Auch wenn es ein bisschen aussieht, als würden sie überall stehen, aber sie stehen tatsächlich mit Sinn fast überall. Ja, und dann habe ich hier noch diese wunderschöne Drachendachskulptur gefunden. Die ist auch sehr, sehr cool. Die habe ich wirklich sehr gerne dort verwendet. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon beim Ende vom ersten Video angelangt. Das zweite Video folgt, wie gesagt, sogleich. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch beim zweiten Teil vorbeischaut. Der Download-Link zu diesem Grundstück ist in der Videobeschreibung. Genauso wie alle möglichen anderen Infos. Zum Beispiel alle Cheats, die ich verwendet habe. Auch die, die ich im Tutorial erklärt habe. Und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und dann seid ihr hoffentlich im zweiten Teil wieder mit dabei. Bis dahin!